Lade dir jetzt World of Warships über den Link in der Beschreibung runter und spiel kostenlos mit. Du bist ein neuer Spieler? Dann registriere dich jetzt, um ein exklusives Starterpaket im Wert von 25 Euro zu erhalten. Nachdem sich der Entwickler Riot in den vergangenen Jahren mit League of Legends einen Namen gemacht hat und mit immer neuen Events und Turnieren maßgeblich zur Weiterentwicklung des globalen E-Sports beigetragen hat, wollen die Kalifornier neben LoL nun ein weiteres Standbein etablieren. Mit Valorant wollen die Entwickler jetzt das Genre der taktischen Shooter erobern und etablierte Spiele wie Counter-Strike dabei vom Thron stoßen. Im Rahmen eines Studiobesuchs bei Riot hatten wir selber mehrere Tage die Möglichkeit, Valorant ausgiebig zu spielen und uns selber ein Bild davon zu machen, ob hier der nächste große Wurf von Riot oder nur ein schlecht gemachter CSGO-Klon auf uns zukommt. Auf den ersten Blick ist Valorant ein ganz klassischer Taktik-Shooter. Keine übermäßigen Lebenspunkte, Headshots tödlich und es gibt keinen Respawn. Im 5 gegen 5 tretet ihr 12-mal als Angreifer der jeweiligen Map an, ehe die Rollen getauscht werden und ihr 12-mal verteidigt. Wer am Ende die meisten dieser Runden gewonnen hat, ist der Sieger der Partie. Vor jeder Runde stattet ihr euch ganz klassisch mit verschiedenen Waffen aus. Von der Pistole über leichte und schwere Maschinengewehre bis hin zum Sniper Rifle ist alles Gängige vorhanden und kann mit dem in vorherigen Runden der Partie verdienten Geld gekauft werden. Außerdem habt ihr, je nachdem für welchen Agent, so werden die Helden in Valorant genannt, ihr euch zu Beginn der Partie entschieden habt, Zugriff auf spezielle Attacken. Im Gegensatz zu Heldenshootern wie Overwatch haben diese aber keine Abklingzeit, sondern können vor der Runde gekauft und dann verbraucht werden. Die einzige Ausnahme bildet der Ultimate, den jeder Agent durch Kills oder andere Aktionen aufbauen kann. Durch den Faktor des Verbrauchens haben die Spezialfähigkeiten der Agents weniger Einfluss auf die eigentliche Partie, sondern werden strategisch genutzt. Dadurch bekommt Valorant einen weiteren taktischen Aspekt und etwas mehr Spieltiefe als vergleichbare Shooter. Das Wichtigste ist aber auch in Valorant der Umgang mit den verschiedenen Waffen. Jeder Shooter lebt und stirbt mit einem funktionierenden Gunplay. Und hier braucht sich Valorant tatsächlich schon bei unseren ersten Tests vor keinem Konkurrenten verstecken. Aiming, Recoil, Feedback. Alles wirkt wie aus einem Guss und extrem rund. Auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Waffen sind deutlich spürbar und haben massiven Einfluss auf das eigene Spielerlebnis und die Wahl der Vorgehensweise. Welchen Agent ihr mit welcher Waffe ausstattet, spielt hingegen keine große Rolle. Jeder Agent kann jede Waffe verwenden. Allerdings eignen sich einige Agents aufgrund ihrer Spezialfähigkeiten ein wenig besser für die Verteidigung eines strategischen Punktes, während andere eher offensive Qualitäten haben. Diese kleinen Vorteile lassen sich mit der richtigen Waffenwahl weiter ausbauen. Optisch ist der Free-to-Play-Titel hingegen kein besonderer Genuss. Die Grafik wirkt teils veraltet und die Animationen sind eher hölzern. Hier merkt man, dass die Entwickler von Riot den Fokus ganz klar darauf gelegt haben, das Spiel möglichst vielen Spielern zugänglich zu machen. Valorant läuft selbst auf sehr alten und schwachen Rechnern problemlos mit teils mehr als 60 FPS, was nur durch Abstriche bei der Grafik realisiert werden konnte. Zudem legen die Entwickler viel Wert auf kompetitives Spiel und haben dabei mit Sicherheit auch ein eventuelles Engagement im E-Sport im Hinterkopf. Das ist beispielsweise einer der Gründe, warum man sich bei den Spezialfähigkeiten für eine ganz klare Optik entschieden hat, die zwar nicht besonders toll aussieht, aber ganz klar definiert, bis wohin welcher Effekt Einfluss hat. Außerdem kommen in Valorant standardmäßig 128 Tick-Server zum Einsatz. Und der komplette Code ist darauf ausgelegt, hohe Performance zu liefern und Cheatern das Leben zu erschweren. Letzteres wird beispielsweise damit erreicht, dass nahezu alle relevanten Berechnungen serverseitig stattfinden und euer Client nur die Infos bekommt, die er unbedingt braucht. Alles in allem wirkt Valorant bereits sehr fertig und ausgefeilt. Hier und da fehlen aber noch etwas Feinschliff und kleinere Anpassungen. Doch schon jetzt ist absehbar, dass Riots taktischer Shooter zumindest qualitativ mit den Genregrößen mithalten und die meisten davon in Sachen Gunplay sogar übertreffen wird. Ob Valorant dann aber letztlich auch zum Erfolg wird, das muss sich erst noch zeigen. Besonders die Umsetzung des Free-to-Play-Modells mit Microtransactions kann hier schnell über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Und genau dazu konnten oder wollten uns die Entwickler noch keine konkreten Details geben. Wenn Riot aber auf der Zielgeraden bis zum Release, der noch 2020 erfolgen wird, keine größeren Fehler mehr macht, dann steht einem weiteren Erfolg für den Entwickler nichts mehr im Wege. Wenn auch wohl nicht in den Dimensionen wie bei League of Legends. Was für einen ersten Eindruck habt ihr von Valorant? Schreckt euch die Mauergrafik eher ab oder ist für euch das Gunplay ohnehin das Entscheidende? Verratet es uns in den Kommentaren.
Wenn ihr noch mehr Informationen zu Valorant wollt, dann schaut doch in unsere große Vorschau, die ihr natürlich auf pcgames.de findet.